sind mehrere Personen an einer Nahrungsmittelvergiftung erkrankt. Okay. Versorgen Sie alle Opfer. Vielleicht finden Sie dabei ja auch heraus, wer für den Vertrieb der offenbar verdorbenen Nahrung verantwortlich ist. Genau, das ist hier auf dem Münchner Oktoberfest. Ach du Scheiße, schon die nächsten. Auf dem Münchner Oktober. Ach du Scheiße! Geht bloß weg von den erkrankten Personen! Weg, 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 weg! Nicht, dass ihr auch noch erkrankt. Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Emergency 5. Wir sind im Moment wieder im Einsatzgebiet Hamburg aktiv und da sammeln wir im Moment wieder Credits, um uns neue Einsatzfahrzeuge kaufen zu können, um dann auch bald mit dem nächsten Großeinsatz weitermachen zu können. Und da werden wir uns als nächstes folgende Einsatzfahrzeuge kaufen. Einmal ein neues Tanklöschfahrzeug, noch ein weiteres neues Tanklöschfahrzeug, ein Transportfahrzeug für eine Feuerwehrdrohne. Bin ich schon sehr gespannt auf dieses Fahrzeug. Dann ein neues Abschleppfahrzeug und noch ein weiteres Drehleiterfahrzeug. Genau, und da haben wir auch schon hier im letzten Teil einige Aufgaben erledigt. Und auch noch aktuell einige Aufgaben, die wir noch abarbeiten müssen. Und zwar einmal den Einsatz Explosion in Gebäude. Da müssen noch die beiden Fahrzeuge hier abtransportiert werden. Genau, da hat hier ein Gebäude angefangen zu brennen. Hat hier gleich ordentlich auf die anderen Gebäude übergegriffen. Aber das haben wir gut in den Griff bekommen. Jetzt müssen noch die Fahrzeuge weg und dann ist das auch gelöst. Und dann haben wir noch den Fahrzeugbrand. Da brauchen wir halt nochmal einen Abschleppwagen. Aber da haben wir ja im Moment keinen frei. Und dann ist der Einsatz auch abgeschlossen. So, hier brauchen wir nochmal ein Fahrzeug. Und zwar das TLF. Wir haben noch zwei Feuerwehrmänner, die noch einen Platz in einem Fahrzeug suchen. So, da haben wollen wir einen anderen. Da ist noch einer. Genau, gucken wir, dass wir die Vollen schon mal nach Hause schicken. Zur Basis. So, und das TLF sollte auch voll sein. So, jetzt brauchen wir noch irgendwo. Genau, da haben wir nämlich noch einen. Den Fabian, der möchte auch irgendwo einsteigen. Warten wir noch auf das Eintreffen vom TLF und dann sind wir eigentlich hier fertig an dem Einsatz, wenn die Fahrzeuge dann weg sind. So, hier haben wir noch irgendwo Notärzte stehen. Genau, die können nämlich auch alle zur Basis und der Einsatzkraftwagen vom THW auch. So, wir brauchen für ein neues Tanklöschfahrzeug, was wir uns als nächstes auch, würde ich sagen, kaufen. 9000 Credits. Naja, mal gucken, ich will jetzt gleich durch die Einsätze bekommen. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir bei Explosionen in Gebäuden nicht allzu viel bekommen, weil es hat ja bei einem relativ kleinen Brand nur angefangen, hat sich halt dann ziemlich groß ausgeweitet, aber ich gehe mal davon aus, dass man nicht gleich dann automatisch mehr Credits bekommt, nur weil es dann halt sich noch weiter ausgebreitet hat, der Brand. So, machen wir ein bisschen schneller. Hier bis die vom THW da sind, brauchen ein bisschen gut zu einer LKW, sind nicht allzu schnell. Wie so ein... Ach scheiße, hier steht auch noch einer. Ein Feuerwehrmann ohne Fahrzeug. Dann ordern wir mal kurz einen Rüsten. Nee, ist ja alles... Feuerlöschboot ist nix, nee. Torischer Rüstwagen auch nicht, dann warten wir halt bis einer in der... Also sind sie eh gleich in der Basis. So, Rüstwagen, wir brauchen einen freien Rüstwagen. Nächster Einsatz. Schiffsbrand, okay. Müssen wir erstmal dahin ein Boot schicken. Okay, wir brauchen ein Feuerlöschboot, sollte reichen. Und wir brauchen nochmal ein Transportfahrzeug für ein Motorboot. So, wo haben wir denn hier Ankerplätze? Irgendwo hier muss... Ah, perfekt, direkt um die Ecke. So, dann brauchen wir noch... Ah, nee. Wir haben ja nur mal zwei Rettungshelikopter. Das sind ja nur zwei Personen. Gucken wir, was wir die irgendwie hier landen lassen können. Wobei, kann einer landen, der andere muss auf der Straße landen. So, das Fahrzeug muss noch abtransportiert werden. Wir haben jetzt auch genug Punkte, um uns... So, dann können wir gleich dazu befehligen. Genau, was wollte ich noch machen? Wir können uns jetzt als nächstes ein neues Tanklöschfahrzeug kaufen. Dadum, drei Tanklöschfahrzeuge, sehr cool. Weil das sind wirklich richtig gute Einsatzkräfte hier bei der Feuerwehr, weil man damit richtig gut löschen kann. So, und hier haben wir noch einen Feuerwehrmann rumstehen. Ach, und um die SEK-Spezialisten müssen wir uns gleich auch noch kümmern. Genau, bei dem Einsatz auf dem Volksfest. So, was wollte ich machen? Hier wollte ich einen Rüstwagen hinschicken mit einem freien Sitzplatz. So, das Feuerlöschboot ist auf dem Weg. Der Rüstwagen ebenfalls verlässt die Basis. Tanklöschfahrzeug kommt gerade zurück. Genau, das war ja beim Fahrzeugbrand. So, die Rettungshelikopter sind da, aber als erstes müssen natürlich die Boote eigentlich da sein. Gucken, ob wir beide hier runterkriegen, aber ich glaube nicht. Naja, ah, scheiße, jetzt muss das Boot, das Feuerwehr, das Transportfahrzeug mit dem Motorboot hier nur durch. Boah. Das ist hier aber echt schon hier richtig herausfordernd, wie der gerade gelandet ist. Respekt. Oh, hoffentlich kommt das Transportfahrzeug mit dem Motorboot da durch und muss sich da irgendwie hin und her sich durchquälen.
Gucken wir mal. So, das haben wir hier. Ne, das ist der Rüstwagen. Das Transportfahrzeug mit dem Motorboot ist hier. So, das haben wir hier unterwegs. Das ist der Abschleppwagen. Perfekt. Dann müssen wir noch warten, dass sie eintreffen. Und da ist schon das Feuerlöschboot. Perfekt. Kannst gleich loslegen, den Brand zu löschen. So, jetzt muss eigentlich nur noch das andere Fahrzeug eintreffen, dass wir dann auch mit der Versorgung der verletzten Personen weitermachen können. So, den Feuerwehrmann bringen wir jetzt auch nach Hause. Der muss ja nicht die ganze Zeit hier rumstehen, sondern darf auch nach Hause, genau. So, ah, wunderbar, er hat direkt den Weg gefunden und ist ja direkt um die Ecke. So, kann das Boot sich gleich drum kümmern und die Leute befreien. Aus dem Wasser, ich glaube, es hat es eh schon automatisch eben angefangen. Wird gemacht. So. Ist schon cool. Ich finde keine Ahnung, wie sagt man das, diese Automatismus. Diese Automatikfunktion, dass die Leute, dass die Einsatzkräfte auch so automatisch agieren. Die finde ich schon richtig, richtig gut, dass die da selbstständig sehen, oh, da kann ich helfen und so. Und dass man es auch einen ausschalten kann, dass man dann je nach Belieben damit spielen kann. Dass man entweder sagt, ich will lieber jede Einsatzkraft selber koordinieren. Oder ich will, du kannst heim, genau. Oder ich will lieber, das so machen, dass auch die Einsatzkräfte selber Entscheidungen treffen können, sozusagen. Und selber sehen, wo sie was machen können. Es ist schon cool, dass man da das einstellen kann. Und ich habe es ja, wie gesagt, so eingestellt, dass auch die Einsatzkräfte selber Entscheidungen treffen können und da was machen können. So, dann wären wir bereit für den nächsten Einsatz. Das Ganze ist ja hier jetzt auch schon so gut wie erledigt für uns. Wir können ruhig ein bisschen schneller die Zeit wieder einstellen, weil wir haben noch einige Credits, die wir brauchen für die nächsten Fahrzeuge. So, die ganzen Fahrzeuge fahren heim. Fahrzeugbrand soll jetzt auch abgeschlossen sein. Kriegen wir 1000 Credits ungefähr, glaube ich. Ne, 500 nur. Gut, ist ja auch ein relativ kleiner Einsatz. So, jetzt wird auch wieder Nacht hier in Hamburg. Wird's dunkel. So, die können schon mal wieder einsteigen, die Notärzte. Dann geht's nämlich jetzt auch gleich da. Die Rettungshelikopter werden nämlich jetzt auch gleich wegfliegen. Sind mehrere Personen an einer Nahrungsmittelvergiftung erkrankt. Okay. Versorgen Sie alle Opfer. Vielleicht finden Sie dabei ja auch heraus, wer für den Vertrieb der offenbar verdorbenen Nahrung verantwortlich ist. Genau, das ist hier auf dem Münchner Oktoberfest. Ach du Scheiße, schon die nächsten. Auf dem Münchner Oktober. Ach du Scheiße! Geht bloß weg von den erkrankten Personen. Weg, 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 weg. Nicht, dass ihr auch noch erkrankt. Das ist ja wie. Oh. Wir haben schon alle losgeschickt. Das ist wie auf dem Münchner Oktoberfest. Da gab es nämlich auch mal so einen Einsatz, mit dem, dass Personen erkrankt sind. Und. Hier steht noch irgendwo das. Da. Und dann hat irgendjemand dann den gesagt, wer der Täter ist oder wer das von wem die es haben. Können wir eigentlich auch schon mal einen Streifenwagen anordern. Kein Problem. Ach du Scheiße, schon die vierte Person. Wir nehmen auf jeden Fall noch einen Rettungshelikopter. Alles klar. Bitte nicht noch mehr, bitte nicht noch mehr. Es sind schon genug Personen jetzt erkrankt. So, perfekt. 4000 Credits, Unverkehrsunfall. Ach du Scheiße, gleich drei. Ne, vier! Alter! So. Prüfen Sie hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was. Dann müssen wir vier Leute jetzt noch versorgen. Ach du Scheiße, wir haben gerade gar keine RTWs frei. Ach du Scheiße, wie sollen wir das denn alles lösen? So, wir brauchen nämlich gerade hier, dann müssen Notärzte dann da zum anderen Einsatz fahren. Und zwar du. Du fährst hier hin. Und dann können wir hier noch einen Rettungshelikopter hinschicken. Zu Befehl. Gut, dass wir die Rettungshelikopter haben, die sind echt noch richtig nützlich. Stimmt, da haben wir eigentlich auch noch einen Notarzt drin, dann kann eigentlich einer von euch wieder einsteigen. Okay. Ne, wobei, schicken wir zum anderen Notarzt. Nein, komm, steig wieder aus. Ja. Zu Befehl. Hier haben wir dann eigentlich genug für alle Personen. Ja. Geht bloß weg von den erkrankten Personen, Kollegen. Geht ihr da bloß weg, ihr zwei im Gelben. Ist schon einer, der versorgt wird. Da. Da ist er, der Täter. Polizei ist schon da, perfekt, haben wir das gemacht. So. Gut, dass wir das so gemacht haben, dass wir gleich die Polizei geordert haben. So, stellt euch ihm in den Weg. Kommt, gibt Gas, Jungs. Sofort. Erwarte Befehle. Okay. Straßensperre, Gehwegsperre, stehen geblieben, Polizei. Und gleich hier wieder gefährlicher Kampf. Was geht's? So, weiter bitte versorgen. Was geht's? Erwarte Befehl.
Okay, wir brauchen. Hier müssen wir mal gucken, wie sieht's hier aus. Rüstwagen ist da. So, jeder bitte mal mit einer Rettungsschere ausstatten. Tanklöschfahrzeug ist eingetroffen. Löscht einmal über die anderen Fahrzeuge drüber, geht ja auch. So, Jungs, dann schnappt sich jeder mal ein Fahrzeug. Du gehst runter, und zwar hier. So, wie sieht's hier aus? Wie viel haben wir noch? Zu Befehl. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Zu Befehl. Da fährt er durch, der Polizeistreifenwagen. Ach, wir haben noch den. Den hier haben wir ja noch. Ja, der soll mal landen. Wir brauchen aber eigentlich nur den Dings. So, die holen den. Ne, die holen jetzt die Person hier hinten ab. Mal gucken, ist das das Sanitäterteam? Ne, das war der. Doch, das ist. Ne, das war der Notarzt, der kann wieder einsteigen. Ist in Arbeit. So, der Notarzt kann wieder einsteigen, brauchen wir nicht mehr hier. Sind ja schon alle Personen versorgt. So, hier haben wir noch einen. Verstanden. Perfekt, dann haben wir das auch hingekriegt. Verkehrsunfall, wie sieht's hier aus? Super, super. Alles klar. Wir koordinieren das echt richtig gut, Leute. Hier, die haben auch. Ich finde, dass die automatisch da das auch übernehmen, das ist richtig gut, die Funktion. Weil wir haben jetzt gerade nicht alle koordiniert hier hingeschickt irgendwo, dass sie da jemanden befreien sollen. Sind schon alle Leute befreit, okay. Und haben direkt automatisch angefangen. Auch jetzt hier der Notarzt. Übernehmen das perfekt sofort. So, ihr könnt eigentlich wieder einsteigen. Du kannst auch wieder HQ. Du kannst einsteigen. Du kannst einsteigen. Haben wir einen besseren Überblick, wenn nicht so viele Einheiten hier rumstehen. Wenn du die Person, die hier auch benötigt werden, nur hier rumstehen. So, wir haben zwei Notärzte, das sollte eigentlich erstmal ausreichen. Wobei, wir haben eigentlich direkt nebenan wieder Einsatzkräfte stehen. Verstanden. Einer sollte eigentlich reichen, so. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wie sieht's hier aus? Die sind wieder drin. Halt, lass den. Nee, wo ist das? Ah, nee. Okay, ich dachte schon, die hätten den Notarzt vergessen. Na doch, die haben den Notarzt vergessen! In Ordnung. Oder, nee, weil man kann es gerade sein, dass ich hier gerade ein leeres Fahrzeug hierher geschickt habe. Bin bereit. Was mache ich denn für einen Scheiß? Die haben nur das gar nicht vergessen, wir haben nämlich gar nicht aussteigen lassen, genau. So, dann kannst du hier zum Verkehrsunfall fahren. Leeres Fahrzeug habe ich da hingeschickt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich denn? Erwarte Befehle. So, perfekt, die wird gleich aufgenommen. Der RTW sollte auch bald da sein. Wir kommen noch weiter. Wir brauchen alle RTWs. Ein Rettungshelikopter frei, jetzt gleich. Jetzt ist wieder einer frei. Perfekt, dann haben wir genug jetzt an Fahrzeugen zum Abtransportieren von den verletzten Personen. Ah ne, die ist gar nicht versorgt, hier. Jawohl. Ja, ist in Arbeit. So, raus mit euch. Okay, da wollte ich eigentlich den Rettungshelikopter gleich landen lassen, aber gut. So, ihr könnt HQ, wir brauchen Abschleppfahrzeuge, da kaufen wir uns jetzt nächstes noch ein weiteres Abschleppfahrzeug. So, dann brauchen wir nämlich nur diese drei Fahrzeuge als nächstes, weil ein Abschleppfahrzeug ist irgendwie in letzter Zeit ziemlich häufig bei uns im Einsatz. Nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. Okay. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, sind von Trümmern verschüttet worden. Einsteigen. Sie alle Opfer. Wenn nötig, löschen Sie alle Brände. Ah ne, wobei, nee, du darfst nicht einsteigen, du steigst hier ein. Jawohl. Ihr landet bitte einmal hier. So, die nehmen die Person auf. Ein RTW sollte unterwegs sein. Du fährst, wo ist denn das jetzt? Gebäude nach Explosion zusammengebrochen. Hier. Feuer ist ausgebrochen. Wir nehmen. Zwei Tanklöschfahrzeuge sind frei. Okay, wir brauchen ein Bergefahrzeug. Okay, wir haben keine Person, die wir so versorgen können ohne Bergefahrzeug. Okay. Gut, Verkehrsunfall, wie sieht's hier aus? Alles klar. Nicht HQ, halt, falsch. Sollst landen, ihr geht bitte raus. Kümmert euch um die Person, der Notarzt konnte nicht mehr einsteigen, na super. Jetzt haben wir, glaube ich, an mehreren Stellen auf der Karte einfach Notärzte rumstehen, oder? Haben wir das? Ne, ich glaube nicht. Das wäre dann nur hier, müssen wir gleich gucken, dass wir das irgendwie regeln. So, dann steigen wir das Sanitäterteam aus. So, jetzt habe ich es aber ausgewählt, nur Sanitäterteam. Ja, perfekt. So, die nehmen gleich die auf hier. Wunderbar, perfekt.
So, die können gleich weiterfahren, die Notärzte hier haben ohne Pause was zu tun. Also das hier, Alter, hier gibt's ordentlich was zu tun. So, ihr bringt die Person da rein. Du kannst mal kurz hier rüberfahren. Die Abschleppwagen sollten auch bald ankommen. So, dann steigt mal ein. Einmal HQ, genau. So, ihr könnt jetzt auch hier rein und der Notarzt, der kann mal hier den Weg auf sich nehmen und hierher laufen und kriegt dann hier ein Fahrzeug. Es ist gerade keins in der Basis. So. Ja, Leute, ich würde aber sagen, das war es an der Stelle auch schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Emergency 5. Die Brände breiten sich aus, die Feuerwehr ist hoffentlich bald da, dass wir auch hier dann löschen können. Und dann geht es halt im nächsten Teil hier weiter, als nächstes mit dem Gebäude nach Explosion zusammengebrochen. Wir müssen auch hier beim Verkehrsunfall die beschädigten Fahrzeuge abtransportieren lassen. Da können wir hier die drei in der Kreuzungsmitte schon mal abtransportieren lassen. Alles klar. Und dann kommt das Tanklöschfahrzeug zum nächsten Einsatz. Und das war's also an der Stelle von dem Teil hier von Let's Play Emergency 5. Sind wir gleich dabei im nächsten Teil. Also dann, würde mich freuen, wenn ich euch dann wieder begrüßen darf im nächsten Teil, wo wir dann hier fleißig weiter Credits sammeln. Falls euch der Teil gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen darüber. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.